Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Comic Place Blasphemous 2. Ja, guck an, ein leidenschaftlicher Kuss liegt einfach hier so rum. Guck an. Eine der Schwestern steht einfach so hier herum. Sie haben in diesem Part eine Menge Aufräumarbeiten, die ich gerne machen würde. Das ist ein einfaches, ja, wir konnten halt nicht einen Doppelsprung machen, deswegen kamen wir da nicht dran, ist klar. Naja, wir haben nun alle Fähigkeiten seit dem letzten Part, die wir brauchen, um überall quasi alles zu untersuchen, so wie hier, ne? Wir brauchen, wow, das konnten wir nicht mal sehen von da unten, aber wir brauchen sogar... Brauchen hier sogar jede Fähigkeit, um hier hochzukommen. Ein Doppelsprung, ein Sprint. Ja gut, an der Wand festhalten, das braucht man nicht. Aber auch alles, ne? Wow. Also, nebenbei, war was im letzten Part nicht gemacht haben. Schlüssel des Konzils, gefunden in den Überresten von Sinodo, der Plag des geteilten Turms, eröffnete den vierten Käfig in der Kapelle der fünf Tauben. Der alte Pontifex schritt durch die weiten Gänge des heiligen Palastes unter dem Blick riesiger Gemälde, die jeden Pontifex darstellten, der vor ihm im alten Land Custodia gelebt hatte. Ihre ernsten, feierlichen Gesichter folgten ihm, als ob sie ihn als den letzten ihrer Linie erkannten. Vor einem von ihnen blieb er stehen und verkündete: Alle unsere ehrwürdigen und päpstlichen Antlitze werden eines Tages aus diesen Gemälden entweichen und sie hohl und ohne Heiligkeit zurücklassen. Und sie werden alle zusammen wieder aus den Falten einer kolossalen und goldenen Kappa Magna sprießen, lebendig und voller Ornament und Segen. Und unsere Stimmen werden in perfekten Einklang singen und die Hymnen, die sie singen werden, werden ewig bestehen. Denn das Mirakel will es so. Und ein Wachssamen. Einer der Samen für diejenigen, die im Verborgenen bleiben wollen. Die Schlaflosen werden sich für diejenigen erheben, die wahrlich Schutz benötigen. Der massive Turm, der so imposant vor uns aufragte, hatte keinen bekannten Ursprung. Es schien, als hätte er schon immer existiert. Ein Hüter für die Jahrhunderte, der mit unbeweglicher Strenge wacht. Seine Architektur war uns fremd. Seltsam. Als ob seine Spitze von einer unmöglichen Klinge durchtrennt worden wäre. So unvollkommen er auch war. Aus seinen vielen Fenstern quoll eine wachsartige, undurchsichtige Substanz, die jeden Zugang zu dem Monument versiegelte. Die Warnung des Turms an diejenigen, die sein angestammtes Schweigen gebrochen sehen würden. Das sagt itemtechnisch so gar nichts über das aus, was wir damit machen wollen, aber... Oder werden. Übrigens, ich hatte tatsächlich bei meinem Durchgang vergessen, dass hier der erste Bosskampf stattgefunden hat. Und dann fragte ich mich tatsächlich, hat das irgendeine Relevanz, dass hier eine Statue liegt, deren Gesicht abgetrennt wurde? Ja, Tommy. Weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber dein Gedächtnis lässt leider zu wünschen übrig. Das ist die Relevanz. Also, ach, Karamba, ey. Übrigens ganz witzig, wenn man dann irgendwann zu sowas zurückkehrt und hier quasi durchhüppeln kann. Ey, mehr Grundschaden, das ist schön. Erhöht den verursachten Feuerschaden, halbiert die benötigte Zeit zum Aufladen. Wir sind gut dabei, zumindest mit Veredictor. Gibt's ja immer noch, meine Güte. Ah, wunderschön, ne? Einfach mal Bing Bong hier und schon sind wir da drin und alles ist gut. Und wenn ich jetzt richtig springen würde, wäre es noch besser. Das kann weg. Ich meine, ich wusste genau, was da ist, aber... Hat uns ja nichts gebracht, weil kein Doppelsprung. Ohne Doppelsprung kamen wir da einfach nicht dran. Und noch ein wunderschönes Baby gerettet. Also,
Vielleicht streichen wir auch den Teil mit wunderschön. Aber, ne, ein Baby-Ding-Teil Kerub gerettet, also, ne? Yay. Ja, du bist ein Vogel. Ich nicht. Ich bin ein Vogelschlechter Nacimiento. Das habe ich merkwürdig ausgesprochen, glaube ich, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Ding da. Ja. Meine Keule brennt. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, ich setze das quasi bei keinem Boss ein oder so, weil... Wozu? Also die Fähigkeit ist und bleibt echt gut. Aber sie ist auch wirklich, wirklich gut. Bis zu dem Punkt, wo ich sage... Weiß nicht, ob ich das unbedingt nochmal einsetzen will. Ein Harzfläschchen, das nur die eifrigsten Bildhauer benutzen... um die Gesichter ihrer Werke mit tiefen Spuren der Tragödie zu verzieren. Sein letztes Werk Teil 1. Ah. Die Morgendämmerung stand noch aus und die Luft war kalt und still, als der Bildhauer seine Werkstatt verzweifelt verließ. Seine Seele sehnte sich nach dem süßen Atem der Inspiration. Seine Hände waren bereit für ein neues Werk. Er schritt durch die labyrinthischen Straßen seiner Heimatstadt, der Stadt, in der er sein Leben einer Kunst gewidmet hatte, die schon immer seine Berufung gewesen war. Das Schnitzen von Heiligenfiguren, die Bildhauerei von Heiligen und Märtyrern. Das freut mich für ihn, weil er wenigstens, was er will. Im Gegensatz zu mir manchmal, aber naja. Kann ich mit etwas... Ich glaube, ich komme von da oben. Normalerweise. Ich weiß nicht mehr, warum ich es rot... Achso, doch. Ja, weil hier so ein Ding war zum Rot markieren. Heißt eigentlich, kann ich das da zumindest wegmachen. Wo ist stehen geblieben? Keine Ahnung. Egal. Anyway. Neues Instrument für den netten Herrn in unserer Stadt des gesegneten Namens, dessen Namen wir niemals sagen werden, weil wir... Sind keine Plaudertaschen, ne? Wir machen sowas nicht. Wir reden nicht über die Stadt mit dem gesegneten Namen. Oder wir reden zumindest nicht über die Stadt des gesegneten Namens mit dem Namen der gesegneten Stadt, dessen Namen wir nicht nennen. Yeah. So. Halt, aber wir können ihm das Ding geben. Die Öle, glaube ich zumindest. Roughness becomes smoothness. Wood becomes skin. Bisschen weird, aber du machst das schon, Kumpel. Oh, these varnishes, like the morning dew, will give thee the purest and most immaculate of glows. Know that you have my gratitude, penitent one. Cool, bro. Allow me to present you with a new piece for your silver altarpiece. Ich dachte tatsächlich, ich hätte noch eins, aber dann halt nicht. Ja, ich meine, wir könnten mal gucken, was wir so neu haben, aber... Ne, Blitzschaden, Miasmaschaden, Mystikschaden... Schaden durch Gebete erhöht. Noch mehr erhöht. Also, ne, von klein auf groß, was ich gar nicht mal super schlecht finde. Das wäre hier dann tatsächlich. Könnte man so und theoretisch so machen. So erhöhen wir den Schaden doch ziemlich gut. Erhöht den Schaden bei maximaler Gesundheit. Erhöht den Schaden, wenn man keine Flaschen mehr hat. Das ist süß und klein. Aber wir haben noch erstaunlicherweise nicht eine von den Figuren, die wir brauchen für das beste Ende.
Nicht, dass das wirklich schlimm ist, aber... Now, allow me to put the finishing touches on it. Nicht schlecht. The body has been unveiled. Now, the color and varnish will endow upon it the grace that was intuited with unwavering devotion. Now, allow me to put the finishing touches on it. Na gut, dann mach du mal. Warte auf dich. Oder so. Ja, einfach nur die Karte aufdecken, indem wir coole Sprünge ins... Oh. Indem wir coole Sprünge ins Licht machen. Fabi, mach deine Recherchen richtig oder halt die Fresse. Das habe ich jetzt nicht so gesagt zu mir selbst, aber... So, das... Nee. Alles gut. Ist sogar gar nicht mal ein schlechtes Item und ich habe es einfach komplett vergessen zu holen. Na egal. Übrigens wird er irgendwann tatsächlich fertig mit dem Ding. Also es ist nicht so, dass das jetzt so eine Unendlichkeitskette wird. Er wird irgendwann komplett fertig damit. Ja, das ist das eine Ding, an das ich mich erinnere, wo ich wusste, ja, das habe ich mal gesehen. Irgendwie witzig, dass ich jetzt die Glocke mit der kleinen Bimmelglocke geglockelt habe. Sozusagen. Oh, Quatsch. Ich meine, ja gut, wenn ich eh schon mal hier drin bin. Tribut? Das nächste Upgrade ist das gute Upgrade. Das nächste Upgrade erlaubt es mir, zwischen Betpulten hin und her zu teleportieren, was ich ziemlich knorke fände. Wenn ich es denn könnte. Aber ich kann es gerade noch nicht. Ja, es ist eine unfassbar gute Glocke, weil diese Glocke wirklich einmal hier richtig durchglockt. Taranto an meine Schwester. Das ist, glaube ich, eine Anspielung auf den Typen aus dem ersten Teil. Das Schwert blitze herauf, die die Wolken durchbohren und Feinde in der Nähe mit Blitzschaden niederstrecken. Gesang an die Stürme, vorgetragen von der gebrochenen Stimme einer Legionärin. Ich glaube, es ist eine Anspielung auf Bruder und Schwester aus dem ersten Teil. Immer noch, wenn jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich mir so, ja, cool. Mit diesem Kristall. I mark and imbue thy flasks with silver and bile. Only the miracle shall know how many crystals have been bathed in its grace. Gott, ist das immer eklig. Bring me chalices and vials, and I shall fill them with mine own blood. Ich glaube, wenn ich jetzt hier wieder reinlaufe, ist sie R, S noch mehr gehäutet. Kann das sein? Nein, noch nicht. Gut, fein. Das erfreut mich. Das finde ich besser, als wenn es tatsächlich so wäre. Ich sag dazu nicht viel mehr, außer dass ich es halt irgendwie tatsächlich ein bisschen finde immer noch. Yeah. Ich glaube, die soll man eigentlich anders holen, aber... Ich glaube, eigentlich soll man die von hier holen. Aber ist ja egal. Na, wie ich immer sage, was funktioniert, funktioniert. Wenn ihr so an die fliegenden Babys in der Luft kommt, dann ist das okay so. Wow, 3. Wenn wenigstens die Waffe irgendwie besser aussehen würde, wenn man die Waffenerinnerung fertig hat. Also ich habe so viele Momente, wo ich sage, könnte cooler sein. Ist es aber nicht. Resistenz gegen Blitze, deformierter Rattenschädel, wunderschön. Und jetzt einfach nur
erstehbare Martyriumspunkte, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde. Ohrring der Reue. Der Ohrring einer Frau, die von tiefer Reue geplagt wurde, erlöst aus einem Land, das so nichts mehr als ein Mythos ist. Und ein deformierter Rattenschädel. Überrest eines Ungeziefers, das auf dem Gehweg herumkroch. Die kleinsten Biester müssen sich anpassen, um zu überleben, vor allem, wenn ihre eigenen Kinder sie verleugnen. Oh. Interesting. Jetzt haben wir jedenfalls zwei davon. Wir haben noch ein Tribut. Ach ja, so viel zu tun, ey. So wenig Zeit. War denn der Tribut das letzte Mal? Wo muss ich jetzt dafür hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, nein. Da. Teleportieren wir uns dahin. Irgendwie ein guter Plan. Sagt er, um zu kaschieren, dass seine Pläne immer dumm sind. Aber nein, nein. Also vielleicht ja, aber... Wen juckt's? Wupp. Und dann bitte dahin. Also ich mache das hier in keiner sinnvollen Reihenfolge. Also wer das erwartet... Also wirklich, wer das von mir erwartet, der hat wirklich noch nicht ein Video von mir gesehen. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Das ist immer derselbe Text, also skippe ich den jetzt einfach mal eiskalt, wie ich bin. Man nannte mich auch der eiskalte Kommi mit braunen Augen, weil meine Augen braun sind. Immer noch kein Yu-Gi-Oh!-Witz hier. Wir bekommen Chiracho. Und einen Speicherpunkt. Und ein Ausgang. Und damit sind wir, meine ich, glaube ich, denke ich, mit den Tributen tatsächlich fertig. Was eine gute Sache ist, doch ja. Aha. Ich sag ja, haut einfach jede Wand, ob ihr was hört oder nicht. Haut auf die Wände stehen da drauf. Oh nein. Also da muss ich aber tatsächlich erstmal gucken, dass wir hier... nennen wir es mal Platz geschaffen haben. Okay. Das sieht doch nach Platz aus. Ich meine, dass wir dadurch drei Ketten springen müssen. Dann doch darauf achten, dass da im besten Fall kein Wachs auf unseren Kopf drauf knallt. Ja, das ist schon anstrengender gewesen als vielleicht manche andere von den Dingern. Und dann kommen wir nämlich hier oben raus. Ihr erinnert euch vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn ihr euch nicht erinnert, da war einfach eine geschlossene Tür. Die wir nicht kaputt machen können, weil dieses Ding halt außerhalb der Reichweite lag. Aber ein bisschen Klick und ein bisschen Klopp und schon sind wir da drin, wo wir sein wollen. Das ist wunderschön. So, und jetzt können wir tatsächlich hier einfach runtergehen, um uns da die Sachen anzugucken, die so... Oh wow. Die können echt schnell wechseln, also. Gut ab, was das angeht. Aber jetzt mit der geballten Macht unserer besseren Gebete ist das dann halt auch. Well, relativ. Egal. Aha. War nicht wichtig, aber ich habe meinen Triple-Kill geholt. Wupp. Musik so, ah, Bosskampfraum.
Ja, Bosskampfraum. Ich meine, ich habe noch nichts im Hintergrund gesagt, aber ich glaube, das lasse ich einfach mal so stehen. Guckt ihn euch an und sagt mir, was ihr von dem Raum haltet. Ich würde sagen, der ist ziemlich eklig. Au. Au. Well, damn. Ah, okay. Okay. Wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt wieder da rein? Wieder dasselbe Problem, was man immer hat hier in diesem Spiel. Diese Frage, welchen Knopf muss ich betätigen? Wen muss ich mit wunderschönen, lieben Komplimenten bezirzen, um da reinzukommen? Aber hat sich ja jetzt geklärt. Wir wollen keine Wurmmänner, wir wollen nur Wurm. Wir wollen nur Wurm. Bleiben wir dabei. Wir wollen nur Wurm. Ich glaube, der ist da oben, um uns das Leben schwer zu machen, wenn ich gegen die da unten richtig gekämpft hätte. Also mit Hochspringen und Ausweichen und solchen Sachen, aber als ob ich sowas mache. Ich meine, hallo, wo sind wir denn hier? Im geteilten Turm wohl bemerkt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und ja, da oben ist noch der Gang, aber ich dachte mir, jetzt haben wir den Weg da unten frei gemacht. Jetzt gucken wir uns das auch mal an. Aber. Ein guter Kampf gegen den Wurmpriestermann. Aber macht nichts. Und ihr merkt es vielleicht, wahrscheinlich mehr als ich, oder zumindest potenziell mehr als ich. Während wir das hier machen, sammeln wir tatsächlich ganz gut Tränen der Abbitte und so, ne, also. Na, du fliegst hoch, na gut. Ah, yeah. Ein weiteres Baby. Na, man muss bedenken, wir sind jetzt schon bei 27 von 33. Ganz so viele sind es halt einfach nicht mehr, ne? Und das ist eine der längeren, wenn man so will, Sidequests, ne? Links rum. Wie ein Profi dem langsam rumkriechenden Wachsding da ausgewichen, obwohl ich es nicht mal gesehen habe. Bis ich aus Versehen ausgewichen bin. Yeah. Weniger jetzt. Yeah. Ich sehe nur wieder den Kampfraum und denke mir so. Das Yeah kam zu früh. Aber ein Zeichen des Martyriums, einfach mal so. Ja. Also einfach mal so heißt es auch nur, ne? Hey. Wieder ein quasi Level-Up, wenn man so will. Juhu. Ist ja immer schon eine Weile her, ne? Ich achte da nicht so sonderlich drauf, aber. Oh nein. Wow. Hallo, ein leerer Behälter. Dafür hat sich's gelohnt. 5 Heilungen sind besser als 4 Heilungen. Schaltet auch zur nächsten Folge ein von Like the Mathematik mit Kommi. Yeah. Als nächstes dann Rayman Mathe. Ist ein echtes Ding. Nein, werde ich nicht machen. Ist aber ein echtes Ding. Gibt es. Ich glaube, wir werden jetzt. Oder? Wir können uns auch eben das angucken. Ah, gucken wir uns erstmal das an.
Also es gibt zwei Möglichkeiten, die mir gerade einfielen, die wir machen könnten. Wir könnten zurückgehen, den Behälter abgeben, plus höchstwahrscheinlich das Upgrade zum Teleportieren zwischen Betpulten freischalten. Oder wir machen erstmal das hier. Ja, wie man sieht, ist das dafür da, um nach unten den Weg freizuschalten, was schon mal gut ist. Fällt übrigens auch, dass wir mit Veredicto unfassbar wenig die Dinger durchziehen. Exekution. Der Schaden ist gut. Die Exekution wären auch schön, aber ordentlich ist es nicht, ne? Au. Ich. Was ist das, Fischbeschwörerin? Frisch von meinem Ding. Altkolben? Wenn wir das einen Streitkolben nennen, ich glaube ja. Vom Stand. Anyway. Erledigt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich kann da runter. Ich wollte jetzt nur eben nach rechts gehen, weil wir wussten, dass da auch noch was ist. Aber wenn wir den versunkenen Palast hier fertig haben, haben wir den versunkenen Palast fertig. Wäre ja auch mal was, ne? Ja, genau, hier unten. Diese verfluchten kleinen Flohmänner. Nach wie vor ist egal, wie oft wir sie sehen, ich hasse sie. Hust. Und der nächste Kampfraum ist offen. Und damit sind wir, glaube ich, zumindest mit dem Palast hier fertig. Ich habe zumindest alles markiert, was wir gesehen haben. Ist das Einfachste, was wir machen können. Einmal zur Stadt zurück teleportieren. Weil das sich auch immer sehr gut anfühlt, in gewisser Weise. Ups. Und jetzt allerdings dann wieder so, damit ich es nicht vergesse, weil ihr kennt mich. Ich vergesse sowas viel zu gerne. Komm schon, sag die wunderschönen Satz von wegen Tribut. Sag ihn. Yes. Ihr könnt nun zwischen Betpulten hin und her reisen. Yes. Yes. Also wenn dieser Part eine Sache gebracht hat, dann das Hin- und Herreisen zwischen Betpulten. Das macht die Sache sehr, sehr viel angenehmer, meistens jedenfalls. Ugh. Ich skipp das mal, weil wir es kennen. Aber. Ja, fünf Flaschen. Wie ihr hört, könnten wir sogar sechs Flaschen haben. Ändert sich die Form jetzt schon? Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Will ich das wissen? Eigentlich nicht. Nö. War noch mega eklig, aber okay. Andere Sache nebenbei, bevor wir jetzt ganz ausmachen. Für heute zumindest. Es ist unfassbar, wie schnell das manchmal geht, wenn man ja, Spaß hat, ne? Ich weiß, dass ich öfter mal in meinen LPs nicht mehr so viel Spaß habe wie früher, aber gerade Blasphemous 2 und also einem guten Metroidvania, da ist das immer so, yeah. Und sobald die weg sind, liegt hier einfach auch nochmal drei Zeichen des Martyriums rum. Ich meine, ist halt nicht zu beachten, ne? Aber einfach mal so eben drei, ja, warum nicht? Donner der Gnade, zeigt beim Treffen Schockwellen, meine Fresse, ey. Das ist ein Donner, ist das der normale, ja doch, das ist der normale Gang aufgewandt. Und nochmal den Grundschaden erhöht. Ich hab Miasma-Schaden. Oh. Naja, wenn das Spiel das so sagt. Oh mein Gott.
Ne, erstmal Schockwelle und Feuer. Schon cool. Ist schon cool. Na, wenn wir jetzt hier an so einem Ding stehen, können wir uns zwischen Betpulten hin und her teleportieren. Das ist auch nochmal in Netz gesagt schon cool. Also, wir geben noch den Kuss ab, weil wir können. Bitte sehr. With my assist, grant me more. Grant me more kisses. Ja, ich weiß ja nicht. Anyway, beim nächsten Mal, wo machen wir weiter? Wir haben so viele Möglichkeiten. Gehen wir mal von hier nach da unten links, um das Labyrinth definitiv zu beenden. Und dann mal gucken. Wir haben viel zu tun. Und auch beim nächsten Mal begleiten wir den Büßer auf seinem Pilgerweg, um das Mirakel aufzuhalten. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das Video und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal, um bloß nichts mehr zu verpassen. Großen Dank an meine Patreons. Bis zum nächsten Mal.